Es waren viele hervorragend herausgespielte Torschancen da. Gefühlt musstest du nach einer halben Stunde, bevor die Dresdner das erste Mal aufs Tor geschossen haben, eigentlich schon 2-3-0 führen. Und dass das immer ein Wabang-Spiel ist, ein Spiel ist, was auch in die andere Richtung gehen kann, hat man dann hinten rausgesehen. Und es ist dann nicht selbstverständlich, dass direkt darauf die Antwort kommt nach einem 0-1, dass der Czauny dann einen Elfmeter hält und dass dann mit einer Einwechslung mit dem ersten Kontakt das 2-1 fällt. Ja. Und mich hat das für alle Beteiligten gefreut. Das war eine außergewöhnliche Stimmung nach dem Spiel da und ja, auch eine gewisse Erleichterung, dass wir das Spiel gewonnen haben. Ich habe seit dem Bochum-Spiel mache ich mit den Jungs immer so eine kleine Wette im Abschlusstraining. 3 Elfmeter, also 3 Stück dürfen schießen und wenn sie reinmachen, spende ich ihnen was und wenn ich ihn halte, müssen sie mir was spendieren. Er spendiert aber meistens. nee, und dann hat eben Halsti, Gregal und Basti haben dann Elfmeter geschossen und die haben alle links, oder ich habe mich immer rechts geschmissen und die anderen gingen alle rein. Oder gingen halt immer rein, alle drei. Und ich habe dann beim Elfmeter selber mir gedacht, Fjell, ein Schlitzohr, vielleicht bolzt ihn einfach in die Mitte. Deswegen habe ich mir auch lange überlegt, ob ich vielleicht in der Mitte einfach stehen bleibe und auch spekuliert, dass er in die Mitte schießt. Hat dann wie angelaufen, da haben wir gedacht, ach komm, du hast ihn in der Früh dreimal rechts geschmissen, hast ihn nicht gehalten, jetzt schmeißt ihn einfach links. Dann habe ich links geschmissen und habe ihn gehalten. Das ist dann natürlich so die kleine Nebengeschichte eigentlich dann wieder zu diesem Elfmeter. Und war ganz gut, dass es so war. Dann kam nur das Kommando von der Bank, ich soll mich dann schnell beeilen und mich schnell anziehen. Weil der Freischuss da jetzt eben gerade zurechtgelegt wurde. Und ich soll doch jetzt bitte das Ding da reinhauen. Und dann bin ich eben da reingelaufen und hab's dann so umgesetzt. Ja, schöner, glaube ich, kann's nicht gehen. Nee.